Das ist der Projektimpuls-Podcast Cipresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo, willkommen. Du bist hier im Teaser gelandet, im Teaser für das Projektmanagement-Training 2022 im Februar. Der Februar hat 28 Tage und so wirst du im Februar von mir 28 Impulse bekommen, jeden Tag einen für dich, für deine Arbeit als Projektleiter, Projektleiterin, Product Owner und für dein Projekt, dein Projektmanagement-Team. Die Themen gehen von Projektstart, Durchführung bis hin zu Projektfertigstellung und wir werden auf eine gemeinsame Reise gehen und auf diesem Weg dann die Phasen der Projektevolution kennenlernen. Wir werden damit starten zu untersuchen, wie ist denn überhaupt so diese Vorplanungsphase eines Projektes und braucht man überhaupt eine Vorplanung? Wie ist das, wenn man agil arbeitet? Wird dort überhaupt geplant? Das wird ein Bestandteil sein. Dann werden wir zusammen uns angucken, wie wähle ich jetzt das geeignete Vorgehensmodell für mich? Was passiert dann? Wie mache ich die Planung? Was kommt danach? Wie starte ich die Umsetzung? Also wie starte ich so ein Projekt denn jetzt ganz konkret? Das werden wir uns gemeinsam angucken in diesem Projektmanagement-Training im Februar und wir werden auch über Retrospektiven reden, wir werden über die Zertifizierung zum Scrum Master reden, wir werden über die Verantwortlichkeiten eines Product Owners reden, wir werden über die Aufgaben von Projektleiterinnen reden. All das kommt im Februar. Es gibt 28 kleine Impulse und abonniere am besten hier diesen Kanal, wenn du dabei sein möchtest, dann wirst du keine Episode verpassen. Zudem lade ich dich ein, komm auf die Advitago Academy Seite und dort im Blog wirst du auch einen Beitrag finden, der mit den jeweiligen Episoden immer wieder aktualisiert wird, sodass du dort eine Komplettübersicht aller Episoden auch hast. Zudem werde ich auch einen täglichen Newsletter verschicken, über den du weitere Informationen dazu bekommst und die Kombination aus Newsletter und eben dann diese Impulse, die per Podcast kommen, die sind dein Trainingsprogramm für den Februar. Unterhalb von dieser Episode hier findest du den Link einmal zu dem Blogartikel auf der Advitago Academy. Dann zum Anmeldeformular für die Nachrichten, also für das textuelle Training. Und zum dritten auch noch mein Profil, mein LinkedIn-Profil. Über mein LinkedIn-Profil kannst du mir schreiben, wenn du Fragen hast hier zu diesem Trainingsprogramm für Februar oder wenn du Anmerkungen hast oder auch Wünsche für ein Folgeprogramm. Kontaktiere mich gerne über LinkedIn. Vielen Dank, dass du hier bei diesem Teaser dabei warst. Ich bin schon sehr gespannt auf das Projektmanagement-Training, das jetzt im Februar starten wird. Und ich freue mich auf Feedback. Bitte gib mir Feedback dazu, wie das Training für dich läuft und ob dir vielleicht Inhalte fehlen oder ob dir etwas zu schnell gegangen ist. Viel Spaß beim Training. Bis zu den nächsten Episoden. Dein Patrick.